Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Dummerweise war der Sound ein bisschen laut, habe ich so gedacht. Denn ich habe ihn jetzt ein bisschen wieder runtergestellt. Aber jetzt, glaube ich, lasse ich ihn wirklich mal so. Sonst ist ja jede Folge irgendwie anders vom Sound her. Wir sind hier gerade mit Dr. Whitman durch dieses Tor gegangen. Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Zurück. Wir können Ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Я seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Irgendwas пистолет. Нужно слухать, мочи. Тут им nichts. Bitte. Тихо. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Окружите! Окружить! Только попробуй рыбиться. Immer diese Russen, ey. Und das habe ich nämlich nicht verstanden von diesem Whitman. Warum ist er so behindert, ey? Toll. Jetzt hat er die Pistole und den Bogen. Ganz Deckung. Ruhig bleiben. Bin schon dabei. Jetzt erkenne ich aber wenigstens auch, woher diese Charaktere im Multiplayer sind, die in der Story vorkommen. Ich hoffe mal, der dreht sich nicht um. Oh oh. Nicht gut. Diese Gruppe hat es echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir brauchen neue. Ja, okay. Ey, da kenne ich die alle wieder. Das ist ja cool. Mal schnell weg hier. Was siehst du? Nichts. Hier ist alles klar. Weiter den Berg hoch. Ich den Rest noch. Okay. Ja, du meinst, спрячешься, Kukla. От меня не уйдешь. Эй, ты! Проходи давай! Лучше не зли меня. Я всех не знаю. Душ, пасти! Она тоже была порадочной стервой. Boah. Ich hab dir voll in die Eier geschossen, Junge. Kannst du nicht weiter. Komm her. Oh, Junge. Sag mal tschüss. Ah!
Ja, und damit haben wir zum ersten Mal gemordet. Halbautomatische Pistole erhalten neue Ausrüstung. Okay, ist hier irgendwas? Nein. Weiter geht's. Okay, die sucht da unten weiter. Aber wir müssen erstmal hier raus. Mal ab. So. Wenigstens so. Okay. Okay. Ja, und das ist halt das. Jetzt macht ihr einfach gar nichts mehr aus. Okay, wahrscheinlich wäre ich dann auch so ein kurzer Adrenalinschub und ich hätte, keine Ahnung, so alles einmal umbringen und dann wieder normal. So, oh Scheiße, was habe ich getan oder so, keine Ahnung. Aber ihr werdet ja sehen, wie sie sich noch weiterentwickeln wird. Okay. Für die können wir wohl 42 Schuss. Oder ich weiß gar nicht. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen was sammeln für die Pistole. Ein bisschen Munition. Oh fuck. Raus hier, raus hier, raus hier. F, F, F. Okay. Ich kann E und F nicht unterscheiden, schlimm. Nein, 50 Schuss anscheinend. Oh, ich habe noch aber 3 für den Fall. Das heißt wieder ein bisschen mehr. Geräuschloser Kill. Scheiße, okay. Was ist denn da oben? Ja, wenn er mal weggucken würde. Ich weiß nicht mal, wo sein Kopf ist gerade. Ich sag mal da irgendwo. Das war so richtig. Okay, ja, der Bogen eignet sich, wie ihr seht, gut, um lautlose Kills auszuführen. Die Pistole dagegen wohl eher nicht so. Denn sie macht sehr viel Lärm beim Abfeuern. Aufgeladener Schuss, den gemacht hast du, ja, habe ich ja gerade schon die ganze Zeit vollführt. Okay, das sind Munitionslisten für die Pistole. Da haben wir aber schon die volle Munition. Nämlich 50 Schuss, okay. Immer natürlich gleich nachladen, immer die Munition im Auge behalten. Kaputtes Handy. Immer dasselbe. Was war es denn? Wieder ein Tanker? Nein. Aber normalerweise kriegt man keine Munitionsprobleme. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Das funktioniert sogar cool. Gib es weiter weg und schuss nicht zurück. Denn ich habe damals nicht gedacht, ich bin einfach zu denen, hab ich schon ausgeplündert und dann kam der auf einmal und stand so neben mir und so, oh Scheiße! Okay, aber das könnt ihr jetzt alles hier aus meinen Fehlern lernen. Oh, das ist Victor. Der hat auch nicht lange überlebt. Deswegen kannte ich die nämlich nicht. Ich wusste nicht, wer Liam und Victor ist im Multiplayer zum Beispiel, die Charaktere. Okay, jetzt kann ich nichts mehr ausplündern. Würde ich mal sagen. Bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Die bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Jetzt werde ich auch endgültig sehen, ob der Sound so gut ist wegen den Pistolenschüssen dann. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Bergungsgut, ist immer gut. Haha, oh, das hat's gereicht. Okay.
So, das ist aber unsere erste Geocache. Die bringt nur nichts, da wird einem nur gesagt. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Das weiß ich nicht so genau. Okay, her damit. Ist hier noch was? Nein, da ist ein Lager. Aber hier unten habe ich nichts vergessen, oder? Ich denke mal, ich gehe in dem Let's Play ein bisschen erkundungsfreudiger vor, sag ich mal, als sonst. Da kann ich bestimmt durch. Das habe ich zum Beispiel damals nicht gesehen. Wo bin ich denn hier? Ja, Feuer erforderlich. Ah, eine Schatzkarte. Cool, jetzt habe ich die sogar schon so gefunden. Ja, ihr könnt mir auch schreiben, ob ich einfach durchrushen soll und ein bisschen nachgucken. Oder gar nicht nachgucken, keine Ahnung, ja, Tabulate kann ich die anziffen. Oh, jetzt weiß ich auch schon zu Anfang an sogar, wo ich hier gucken muss. Dann brauche ich gar nicht mehr so viel erkunden sozusagen. Das ist natürlich auch umso besser. Hier muss ich natürlich noch ein bisschen erkunden, weil ich ja da noch nicht eine Schatzkarte hatte. Hier aber, wie gesagt, weiß ich dann schon einigermaßen, was hier so abgeht. Nur leider habe ich gerade kein Feuer parat. Dummerweise. Oh, ich merke schon, dass das Let's Play wird für meine dummerweise bekannt. Keine Ahnung, was die Mehrzahl davon ist. Okay, dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Ich kann hier nicht rennen. Im Multiplayer kann man rennen, wenn man Umschalt gedrückt hält. Hier nicht. Dummer. Nein, okay. Also begeben wir uns doch mal ans Lager. Es ist ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Naja, der Rest der Crew ist okay, wenn man das so sehen will. Naja, ein paar sind eben gerade vor den Augen erschossen worden, aber okay. Naja, schnelle Reise. Nutzen Sie die schnelle Reise zum Erkunden bereits besuchter Gebiete und zum Sammeln versteckter Belohnungen. Ja. Das ist nämlich hier diese Schnellreisefunktion. Kann ich hier diese Lager auswählen, aber nur die, also richtigen Lager, nicht die Tageslager, also die hier zum Beispiel. Und kann dann von Lager zu Lager reisen. Aber ich möchte hier weitermachen. Fähigkeitspunkte habe ich nicht, aber Bergung ist gut. Jetzt kann ich auch schon die Pistole upgraden. Jedoch möchte ich erstmal den Pfeil hier. Den Schaden? Nee. Vielleicht gehe ich doch erstmal auf die Pistole. Das wäre ein bisschen klüger, glaube ich. Und 3-Schuss-Salve? Nein, noch nicht. Mehr Kugeln? Nee, mehr größeres Magazin. Nicht mehr Kugeln. Ich muss kompensieren und die Präzision und Schaden erhöhen. Okay. Dann mache ich das doch erstmal. So kann mir zwar jetzt nichts mehr kaufen, aber das wird sich mit ein bisschen gesammelten Bergungsgut wieder wettmachen, denke ich. So, dann kann ich mal hier durch. Und hier sollte es doch wieder was zu finden geben. Laut der Schatzkarte nämlich auch. Ja, sogar zwei Sachen, wie es aussieht. Aber anscheinend nur über uns oder so, keine Ahnung. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unmöglich. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord.
Das habe ich mittlerweile erkannt. Okay, Tagebücher eines Wahnsinnigen. Dieses Tagebuch, also gestrandet, dieses Tagebuch gehörte Matthias hier. Der gute Matti, der Matze. Nein, okay. Voll dumm, ich habe gedacht, der heißt Matthias und so. Aber Matthias kann ich auch, wenn es cooler klingt, nicht wirklich viel mehr ernst nehmen. Weil, keine Ahnung, Matthias ist irgendwie nicht so ein böser Name. Ich weiß nicht. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Oh mein Gott, keine Ahnung. Ja, 82, da wissen wir schon, seit wann der so hier ist. Und ich glaube, das soll doch sogar 2012 oder 13 spielen, gerade das, also Tomb Raider Spiel, also ist das schon, ja, 30 Jahre, ja, geht, ne? Okay, und mit diesen Informationen würde ich dann sagen, mache ich hier auch wieder einen Schnitt. Also, bis zum nächsten Mal dann. Ich noch schnell zum Lager hier. Bam!